Vor einiger Zeit haben wir bei unserem YouTube-Kanal eine Umfrage gemacht und haben euch gefragt, wer eher die Aussage tätigt, der andere muss sich zuerst melden. Also ob das eher die Frauen sagen oder ob das eher die Männer sagen. Und da haben über 80% angekreuzt, dass das eher Frauen sagen. Aber wie ist es wirklich? Aus unserer Erfahrung, und da haben wir nach tausenden Klienten, mittlerweile ja schon sehr reichlich, können wir sagen, da tut sich kein Geschlecht besonders hervor. Das heißt, beide Geschlechter sagen das gleich oft. Also die Aufteilung ist da 50-50. Und das erleben wir auch bei Klienten oder Kursteilnehmern, dass man insbesondere bei der Frage und natürlich auch später das Melden und die Initiative gern so ein bisschen dem Ex umhängt. Die Gefahr liegt aber auf der Hand, oder? Man macht sich da schlimmstenfalls zum totalen Warteopfer. Denn wenn sich der Ex irgendwie das Gleiche denkt, dann wird sich niemand melden beim anderen. Und tatsächlich berichten Klienten, die im Ex wieder zusammen sind und oft auch im Coaching, weißt du was, mein Ex hat mir letztens gestanden, ma, ich hätte mich nicht gemeldet, ich bin so froh, dass du da den ersten Schritt gemacht hast. Aber warum kommt es überhaupt so weit, dass man sich da gern so ein bisschen ins gemachte Nest setzt und sagt, na gut, der andere, der Ex, muss sich zuerst melden? Nach meinem Dafürhalten sind das ein paar Gründe und der erste Grund ist da, der Irrtum von der Bringschuld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du natürlich nicht nur bei Szenario 2 Ex-Zurück-Inhalte anschaust, sondern auch bei anderen Anbietern. Und da wird dann oft von der sogenannten Bringschuld geschrieben. Und es geht dann oft so weit, dass geraten wird, na gut, der Ex hat dich verlassen, der muss sich zuerst melden. Sehr oft so nach der Regel, der Verlasser ist sozusagen der, der den ersten Schritt gehen muss, der sich als erstes melden muss, weil sonst tut man ja irgendwie hinterherlaufen. Die Sache ist nur die, die Argumentation, die geht umgekehrt genauso. Denn auch der Verlasser kann sich nämlich sagen, na gut, ich habe Schluss gemacht. Unmöglich kann ich mich wieder melden, weil ich habe dem anderen ja wehgetan. Wenn, dann müsste der andere selber ankommen. Das heißt, der Verlasser wie auch der Verlassene oder die Verlassene, also beide haben ein gutes Argument, warum sich jeweils der andere melden soll. Das erklärt natürlich auch, warum in Wirklichkeit die Aufteilung, wie am Anfang gesagt, nahezu 50-50 ist. Und wenn natürlich beide darauf warten, dass sich jeweils der andere meldet, dann passiert natürlich nichts und es meldet sich keiner und es kann zu keiner Annäherung kommen. Der zweite Grund, warum man das Melden irgendwie gern dem anderen umhängt, liegt in geschlechterspezifischen Stereotypen. Und auch da wird ja in diversen Videos oft so ein bisschen suggeriert, er ist der Mann, er muss sich zuerst melden. Und es führt dann bei vielen Frauen dazu, dass sie denken, ideal, er muss sich melden, ich warte. Es ist jetzt nur aber so, dass Theorie und Praxis ja zwei sehr unterschiedliche Felder sind und wir bei Szenario 2 erleben das genauso häufig, dass eben die Männer sagen, nö, auf gar keinen Fall melde ich mich zuerst, ich als Mann will ja nicht aufdringlich sein, ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich einer Frau nachlaufe. Also Klienten und auch Teilnehmer unserer Kurse begründen das dann eben mit den interessantesten geschlechterspezifischen Theorien, warum ausgerechnet in ihrer Situation der andere dran ist mit Melden. Und da gehen wir jetzt gleich weiter zum dritten häufigen Grund, warum man sich oft denkt, dass sich der andere zuerst melden müsse, nämlich, dass man den eigenen Wert irgendwie zeigen möchte. Auch da wird oft empfohlen, dass man sowas sagt, naja gut, du musst deinen Wert zeigen, indem du dich rar machst. Wo man also schon fast schon ein bisschen versucht, dem anderen mutwillig weh zu tun, weil man sich so stark zurückzieht und vielleicht den anderen auch irgendwie hängen lässt. Und wir bei Szenario 2 sagen da, es wird doch wohl irgendwie möglich sein, dass man andere Wege findet, außer dass man irgendwie dann mutwillig gemeint zu irgendwem ist, oder? Weil das Ziel ist auch hier wieder. Man will einerseits natürlich versuchen, auf Augenhöhe zu kommen, indem man sich zurückzieht und eben im schlimmsten Fall auch irgendwie mutwillig versucht, den anderen anrennen zu lassen. Und man hofft eben dann, dass der Ex dann dadurch irgendwie den eigenen Wert erkennt. Aber das ist ungefähr so, wenn du für irgendwen ein Geschenk hast und dann irgendwie sagst, ja, ich gebe es dir erst, wenn du mich ganz, ganz lieb danach gefragt hast. Und klar, nach der Trennung geht es mal in eine Kontaktsperre, oder? Aber es gibt auch da Unterschiede, mit welcher Energie man das macht. Wir bei Szenario 2 sagen, hör auf, dich klein zu machen, aber wir sagen nicht, mach das Gegenteil, im Sinne von, werde jetzt absichtlich hart und gemein dem Ex gegenüber. Weil gerade nach einer Trennung ist es mal wichtig, hör zunächst mal auf, das Falsche zu machen. Und da ist am Anfang mal
ganz wichtig, nicht eben zum Creepy Ex zu werden. Und natürlich genauso wenig irgendwie gemein und patzig und abweisend dem Ex gegenüber zu sein. Und der vierte Grund, warum man sich oft denkt, dass der andere sich zuerst melden muss, ist oftmals auch die eigene Angst vom Scheitern. Auch das erleben wir bei Szenario 2 öfters, dass direkt nach der Trennung ist ja eben Kontaktsperre dran und da ist es sehr oft fast unmöglich, die Leute davon abzuhalten, dem Ex irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Aber dann, wenn es eigentlich ans Schreiben ginge, oder wenn die Testfrage dran wäre, dann ist es so, wie wenn man innerlich einen Schalter umlegt und man muss dann die Leute fast dazu drängen, jetzt endlich das Smartphone in die Hand zu nehmen. Also bei Nachrichten eben, die man nicht schreiben soll, da sitzt der Tippfinger extrem locker und bei den Nachrichten, die gut und dran sind in der Strategie, da kippt man irgendwie in die komplette Blockadehaltung. Warum ist das so? Weil nach der Kontaktsperre, da hat man schon was geschafft, oder? Da geht's plötzlich um was. Nach der Trennung, da schreit das innere Kind, gib mir diesen wichtigen Menschen zurück, schreib den an, sag ihm, dass er zurückkommen soll. Und das funktioniert bei Eltern natürlich, die dann zum Kind zurückkommen und es in den Arm nehmen. Da funktioniert diese Mitleidsschiene, aber es funktioniert eben nicht beim Ex. Aber dann, nach der Kontaktsperre, da schreit das innere Kind nimmer so laut. Da handelt man dann eben wieder mehr wie ein Erwachsener, wenn du so magst. Aber das Problem als Erwachsener ist, da fängt man dann oft viel zum Nachdenken an. Man fängt an abzuwägen. Na gut, ist das jetzt wirklich eine gute Testfrage? Oder ich warte lieber noch ein paar Tage. Was ist, wenn ich zu früh schreibe und dann eine negative Antwort vom Ex kriege? Da kann ich mal so sagen. Unsere Nachrichten, die du hier am Kanal lernst, die du in den Kursen lernst, die sind so designt, dass du mit denen, wenn du es richtig angehst, sehr wenig kaputt machen kannst, wenn du dich eben an die Formeln hältst. Das heißt, wenn du eine Testfrage so schreibst, wie wir sie empfehlen, dann wird der Ex in den allerseltensten Fällen irgendwie negativ oder patzig antworten. Das sehen wir auch bei Klienten und Kursteilnehmern, die uns eben da darüber berichten. Und du kannst dich also da schon darauf verlassen, dass wir dir da am Kanal natürlich nur das liefern, was möglichst sicher funktioniert. Und klar, 100% Sicherheit gibt es leider nicht, aber in der überwiegenden Anzahl der Fälle wirst du zum Beispiel mit einer Testfrage mindestens eine neutrale Antwort bekommen und so eben die Tür zum Kontakt mit dem Ex wieder aufstoßen. Wenn wir das alles also mal zusammenbringen, dann ist es sehr oft so, dass jeder genug gute Gründe finden kann, warum sich der andere zuerst melden soll. Wir haben ja oft auch Kommentare mit, ich habe jetzt 6 Monate gewartet, er hat sich nicht gemeldet, ich bedeute ihm wohl ja gar nichts mehr. Da denken wir uns dann, naja, es kann auch sein, dass der Ex genau das Gleiche unter unsere Videos schreibt, weil eben beide dann warten. Das heißt, es ist völlig egal, welchen Reim du dir in der Situation machst und warum du begründest, warum sich der Ex melden sollte. Weil der Ex wird für sich vermutlich eine ganz andere Erklärung haben, warum du dich gerade melden solltest. Und oft wird man ja dann auch von Freunden irgendwie in der eigenen Argumentation noch bestärkt und das verfestigt die eigene Position dann noch. Aber der Ex wird dann nicht irgendwann auf wundersame Weise draufkommen und sich denken, stimmt, genau, ich muss mir ja zuerst melden. Ganz wichtig, beide Erklärungen, deine und die vom Ex, die sind für jeden von euch beiden jeweils richtig. Jeder wird genug eigene Argumente finden und sich die Situation so zurechtrücken, wie es für einen selbst passt. Letztlich wird es also darauf ankommen, was du willst. Willst du auf deinen Argumentationen beharren und die Ungewissheit haben, ob vielleicht doch irgendwann mal Kontakt mit dem Ex zustande kommt? Dann häng dem Ex die Pflicht um, dass er oder sie sich zuerst melden muss. Aber dann darfst du dich natürlich rückblickend auch nicht aufregen, wenn sich der Ex nicht meldet, weil, wie du ja gesehen hast, der Ex ziemlich sicher für sich auch gute Argumente haben wird, warum eben du dich zuerst melden müsstest. Wenn du aber sagst, passt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich stehe dafür ein, was mir wichtig ist. Und momentan ist es mir wichtig, mit dem Ex wieder zusammenzukommen und da probiere ich alles aus, was geht. Und wenn es bedeutet, dass ich über meinen Schatten springen muss und mich zuerst melden muss, dann ist es eben so. In diesem Fall findest du bei Szenario 2 extrem viel Material, welche Schritte nötig sind, um den Ex wieder zurückzugewinnen. Denn wir haben auf dem Gebiet jahrelange Erfahrung und wir haben tausende Menschen bereits dabei unterstützt. Wir wissen da also ziemlich genau, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und damit es bei dir möglichst smooth abläuft, sind natürlich die richtigen Nachrichten, die du dem Ex schreibst, langfristig das Mittel der Wahl. Wie du den Ex sozusagen auf Knopfdruck
zurückgewinnen kannst. Und welche Nachrichten dann den Ex so wirklich gut funktionieren, das erkläre ich dir in dem Video hier neben mir. Und unter mir findest du noch ein paar fortgeschrittene Techniken, wie du den Ex dazu kriegen kannst, dir wieder hinterher zu laufen. Das ist dann aber schon ein bisschen advanced, dafür aber umso effektiver. Dann tschüss, baba und idealerweise bis gleich in einem nächsten Video mit mir.